Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Paulina und willkommen auf meinem Kanal. Ich nehme euch heute so ein bisschen mit, also ich mache so einen Uni-Vlog, also ich nehme euch einfach nur durch meinen Uni-Alltag mit. Aber ich werde euch auch über meine Prüfungsvorbereitung etwas erzählen, weil sich das einige gewünscht haben. Aber da es jetzt nicht so krass spektakulär ist, dass es ein ganzes Video füllt, habe ich gedacht, ich verbinde das einfach ein wenig. Bevor ich jetzt erzähle, wie ich vorgehe und mich auf meine Prüfungen vorbereite, wollte ich nur ganz kurz was sagen zu meinen Prüfungen allgemein. Also ich habe Präsenzprüfungen und wahrscheinlich sind alle Präsenzprüfungen. Die werden allerdings nicht mehr elektronisch sein, sondern halt auf Papier. Und ich habe die Möglichkeit halt im Erstdurchlauf oder im Zweitdurchlauf meine Klausuren zu schreiben. Und das ist schon von vornherein. Das heißt, ich muss jetzt nicht, also ich verliere keinen Versuch, wenn ich den Erstversuch nicht mitschreibe. Weil ich dieses Semester 5 Klausuren schreibe, also ein Modul mehr als empfohlen, habe ich mich dazu entschieden, den ersten Durchlauf 3 Klausuren zu schreiben und den zweiten Durchlauf 2. Ich nutze diese Möglichkeit, wenn mir die Uni diese Möglichkeit gibt, dann warum nicht? Und deswegen schreibe ich im September nochmal 2 Klausuren. Das heißt, da werdet ihr dann auch nochmal Uni-Vlogs mitbekommen, obwohl Semesterferien sind. Also ja. Diesmal bin ich einen Ticken anders vorgegangen, einfach aus dem Grund, dass ich durch meine Online-Universität ja auswählen kann, wann ich die verschiedenen Vorlesungen angucke. Das heißt, ich kann halt eben einen Tag komplett frei machen und nur mich auf ein Fach konzentrieren, was ich eigentlich ganz gut finde. Und ja, ich habe mir einen Monthly Study Planner geholt, oder Mandy, ein ja, so einen Lernplan, und zwar von Emma Studies. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Die hat auch ganz viele, die sie über Etsy verkauft. Ich habe da so einen kostenlosen genommen und habe halt eben das Paket genommen, wo man halt von Montag bis Sonntag hat und nicht von Sonntag bis Montag. Genau, und da gibt es ganz, ganz verschiedene, viele Planer. Da gibt es auch so Sachen, wenn ihr so Kapitel lesen müsst und die zusammenfassen und sowas. Oder Topics und dass ihr euch nochmal so einsortiert, was für Themen ihr behandeln müsst. Und all das, das verwende ich aber alles gar nicht, sondern ich verwende einfach den Monthly Study Planner, den Weekly und den Daily. So, ich werde jetzt ein bisschen über meinen Planer reden, wie ich mir das erstellt habe. Nicht allzu ausführlich, aber dennoch, dass ihr so einen kleinen Überblick habt. Vorab, ich habe mir alle meine Themen und was ich machen muss und wie viel Aufwand es ist, also zum Beispiel wie viele Kapitel ich in welchem Fach habe oder wie viele Übungen, Tutorien ich nochmal durchgehen muss, ob ich irgendwelche Bücher lesen muss etc., habe ich mir alles schon mal runtergeschrieben, damit ich halt so grob ungefähr den Umfang einschätzen kann. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass ihr euch informiert, entweder von Frühjahrsemestern oder über Study Drive, und guckt, okay, wie muss ich für welche Klausur am besten lernen. Ihr könnt da einfach fragen, und bei uns war das am Anfang des Semesters schon so, dass viele gefragt hatten, das habe ich mir dann einfach gescreenshottet. Zum Beispiel habe ich damit, dass ich meine Module farbkodiert habe, also ich habe denen einfach nur gewisse Farbe gegeben, um die einfach immer wieder zu erkennen. Bei dem Planer ist es so, dass ihr eure Daten selbst eintragen müsst, aber das geht eigentlich super easy. Und ja, dann bin ich eben so vorgegangen, dass ich erstmal hinten angefangen habe und mir die verschiedenen Klausurtermine eingetragen habe. Und auch wichtige Daten oder zum Beispiel einen Geburtstag, der halt mitten in der Klausurenphase ist, aber an dem ich halt, der mir sehr wichtig ist, also an einen Tag, an dem ich nicht so viel lernen kann. Und wie ihr seht, habe ich immer montags, montags und montags eine Klausur. Das heißt, ich habe auch immer eine Woche Puffer zwischendrin. Und dann habe ich eben damit angefangen, von hinten an einzutragen, welche, also an welchen Tagen ich was lerne. Und zum Beispiel in der letzten Woche der Klausurenphase, also in der letzten Woche vor Mikro, lerne ich nur Mikro. In der letzten Woche vor Statistik lerne ich nur Statistik. Und in der letzten Woche vor Unternehmensführung habe ich mir auch einige Tage für Unternehmensführung freigehalten. So. Dann bin ich so vorgegangen, dass ich einerseits geguckt habe, dass ich eine gewisse Routine drin habe, also dass ich nicht irgendwie jedes Mal überfordert bin, sondern ich habe dann damit angefangen, dass ich zum Beispiel jeden Montag Unternehmensführung lerne. Das hat an sich aber tatsächlich keinen tieferen Hintergrund. Allgemein habe ich auch geguckt, dass ich jedes Fach zweimal die Woche mache, einfach
weil ich dafür die Zeit habe. Auch wichtig ist, wenn ihr euch schon mal eure Puffertage frei haltet. Bei mir war zum Beispiel teilweise so Feiertage oder auch als mal der Sonntag ein Puffertag, also ein Tag, an dem ich was machen kann für die Uni, aber eigentlich eher weniger für die Uni mache, beziehungsweise einfach so einen freien Tag, der auch sehr wichtig ist. Und für Statistik habe ich einfach so weitergemacht, dass ich mir immer ein Datum ausgesucht habe, was nach dem Mittwoch ist, weil mittwochs erst die Vorlesung hochgeladen wird und das dann einfach an dem Tag mehr Sinn ergibt. So, da ich jetzt bei Statistik schon alle zwei Termine auch drin habe, habe ich dann angefangen mit Mikro und dann habe ich noch die zwei Termine für Unternehmensführung eingetragen. Wie ihr seht, habe ich teilweise geguckt, dass die Termine, also dass ich eben zwei Tage hintereinander das gleiche Thema mache, einfach weil ich zum Beispiel in Mikro sehr lange und sehr aufwendige Vorlesungen habe und es manchmal sein kann, dass ich an einem Tag nur die Vorlesung bearbeitet bekomme und sie zusammengefasst und dann bin ich eigentlich schon fertig und also dann, ja. Und aber dann, um dann aber nicht das Gefühl zu haben, naja, jetzt bin ich nur so halb fertig und mache am nächsten Tag wieder was anderes und dann den Tag drauf mache ich dann erst wieder Mikro, habe ich dann einfach es eben so gemacht, dass ich häufig Mikro und Statistik doppelt hintereinander gelegt habe, was mir eigentlich auch ganz gut hilft. Was bei dem Plan halt natürlich toll ist, ist, dass ihr immer abhaken könnt. Ich hake jetzt mal die Tage ab, die bei mir bereits vergangen sind. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit gemacht, weil es ja so ist, dass zum Beispiel Unternehmensführung und auch Mikroökonomie bei mir sehr umfangreiche Fächer sind und auch die sehr viel Wiederholung brauchen, weil ich da Dinge teilweise auswendig wissen muss. Ist es natürlich doof, wenn ich Anfang der Woche Unternehmensführung mache und nochmal Ende der Woche. Und deswegen habe ich mir so kleine Punkte eingebaut. Das sind einfach Tage, an denen ich mir dann halt neben dem Fach nochmal ein bis zwei, also neben dem hauptsächlichen Fach nochmal ein bis zwei Stunden nehmen möchte für eben das Fach in der Farbe dieser Punkt ist. Ich habe das häufig an den Statistiktagen gemacht, weil man zwischen Statistik manchmal einfach auch eine Pause braucht und da habe ich dann eben geguckt, dass eben die Abstände nicht allzu lang sind. So habe ich eigentlich dann auch schon meinen Planer erstellt. Also es war wirklich kein Meisterwerk und auch kein Hexenwerk. Dann kommen wir zu meinem Weekly Planner. Da gehe ich einfach so davor, dass ich halt mir Anfang der Woche eben die Farbkodierung aus dem Monthly Planner hole und sie da übertrage und mir dann eben angucke, okay, was möchte ich an diesem Tag geschafft bekommen und mir das eben nochmal so grob aufschreibe. Und dann kommen wir zu meinem Daily Study Planner. Da trage ich normalerweise mein Datum ein. Dann seht ihr eben hier, trage ich immer meine Prios ein, also meine Top 3 Dinge, die erledigt werden müssen. Und dann trage ich mir andere Dinge. Vorlesung zum Beispiel oder dass ich das E-Quiz bearbeiten. Da orientiere ich mich natürlich auch an meinem Plan. Und da könnt ihr dann halt eben auch wieder super einfach durchstreichen, wenn ihr Dinge schon erledigt habt. Und so ist meine Organisation so ein bisschen im Studium bei den verschiedenen Fächern, also den Fächern, die ich jetzt als erstes schreibe, sind einmal Mikroökonomik, Unternehmensführung und Statistik. Bei Statistik gucke ich einfach, dass ich ganz, ganz viel mit den Übungen arbeite und auch mit dem Programm Starter. Wie gesagt, informiert euch da einfach so ein bisschen, was den Professoren wichtig ist und ihr seid ja wahrscheinlich nicht die erste Person, die diesen Studiengang studiert. Informiert euch bei anderen, weil mir hilft StudyDrive total, wenn man da eben Fragen stellen kann oder halt auch allgemein Probeklausuren von vorherigen Jahrgängen runterladen kann, auch Übungen von vorherigen Jahrgängen. Also ist echt mega. Und genau, in Statistik versuche ich einfach viel zu üben, ein bisschen so ein Verständnis und eine Routine für die Übungen zu bekommen. In Mikroökonomik versuche ich auch viel den Stoff zu wiederholen, auch da so ein allgemeines Verständnis für zu haben. So bin ich letztes Jahr auch in VWL vorgegangen und da bin ich eigentlich recht gut mit gefahren. Ich versuche auch die ganzen Übungen halt selbst lösen zu können, also ohne einen Tutor und ohne die Lösung natürlich.
Und auch in Unternehmensführung, da geht es viel darum, Modelle zu beschreiben und Dinge auch teilweise auswendig zu können. Da habe ich einmal noch Abitur-Lernmaterial und ich gucke mir halt auch viele Erklärvideos an, um Modelle ein bisschen besser begreifen zu können. So ist zum Beispiel zumindest die Taktik in meinen Studienfächern. Wie gesagt, guckt ein bisschen, was euer Studienfach, euer Semester möchte. Ja. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, fang an zu lernen. Der Vlog wird jetzt wahrscheinlich doch länger als gedacht. Zumindest wird mein Tag, Lerntag, heute ein Ticken länger als gedacht, weil ich jetzt für die eine Aufgabe für das Programm Starter, alle die Statistik haben, wissen wahrscheinlich, wovon ich rede, einfach, I don't like it. Habe mich jetzt damit so ein bisschen rumgeschlagen und werde mich jetzt an ein Übungsblatt setzen und schon das weitermachen. Weil das heute auch noch auf meiner To-Do-Liste steht. Und ja. Wir haben jetzt 5:30. Ich habe vielleicht ein bisschen getrödelt. Und wie ihr seht, habe ich ein anderes Outfit an, weil ich jetzt draußen lernen werde. Ich habe mir meine Sachen ausgedruckt. Ich bin jetzt fertig. Man ignoriert meine Frisur. Ich wollte nur meine Haare aus dem Gesicht haben. Also es ist jetzt 7:45. Mein Tagespensum ist erreicht. Ich bin absolut happy und fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Bin jetzt aber doch ganz froh, dass ich es durchgezogen habe und einiges geschafft habe heute. Auch wenn heute es viel darum ging, sich mit den Aufgaben, also mit so gefühlt ein und derselben Aufgabe immer rumzuärgern und total lange rumzuprobieren. Aber es lief jetzt echt ganz gut. Bin mega happy, wie gesagt, dass es jetzt vorbei ist. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall zu einer Freundin fahren und mit der noch so ein bisschen den Abend verbringen und den Abend ausklingen lassen. Das habe ich mir jetzt verdient nach der ganzen Statistik hier. Genau. Und ich will an der Stelle auch den kleinen Uni-Vlog bzw. meine Uni-Vorbereitung oder meine Prüfungsvorbereitung beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr euch vorbereitet auf die Uni. Und das finde ich mega interessant. Ich finde, davon kann man sich mega inspirieren lassen. Deswegen lasst gerne einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!